Also nochmal für die, die zugeschaltet haben, kurzer Hinweis zur Sicherheit. Ich spiele das mit euch zum ersten Mal. Ich habe keine wirkliche Ahnung, was uns jetzt erwartet. Insofern rechnet mit Holprigkeiten, mit Unzulänglichkeiten meinerseits und auch was das Spiel betrifft. Es geht darum, einfach locker entspannt irgendwie ein paar nette Spiele auszuprobieren, von denen wir noch nichts wissen. Jo, und dann starten wir mal. Okay, es geht los. Ein Traum wird wahr. Wir sollen zum alten Saloon gehen. Oh, die Texte gehen aber sehr schnell weg. Grafik sieht erstmal gut aus. Kann man nicht meckern. Crouch. Okay. Inventar. Und Hold Tab Tools. Haben wir noch keine außer unserer Hand. Ja. Sehr cool. Der Saloon ist direkt vor uns. Wichtigste Entscheidung, welchen Namen wird dieser haben? Was haben wir denn hier eigentlich alles? Wir haben All and More. Blueberry. Was? Blueberry Sheriff? Okay. Blueberry heißt der Ort. Ah, Bathhouse. Der Kenner freut sich. Oh, wen haben wir da? Den Undertaker. Nein, wir gehen rein. So, wir sollen einen Weg finden, da reinzukommen. Muskeln. Ah, okay. Ich merke, worauf das hinausläuft hier. Wir müssen uns den Weg hart arbeiten. So, schaut mal, das können wir bestimmt später noch irgendwie nutzen. Hey! Okay, was für ein Schweinestall? Ich habe erwartet, dass er verlassen ist, aber nicht zerstört. So, wenn du einen Mülleimer im Besitz hast, kann man Müll sammeln. Mit F. Okay, das wird Teil unseres Inventars werden. Wenn Müll da ist, finden das die Nutzer doof, die Gäste, die Kunden. Das beeinflusst unser Trinkgeld, die Zahl der Gäste und ihre Reaktion. Wenn es großen Abfall gibt, der nicht in den Mülleimer passt, müssen wir ihn irgendwie auf den Müllhaufen bringen. Das werden wir mitkriegen, wenn wir das in der Hand haben. In der Vollversion kann man den Müll auch noch tauschen. Gegen irgendwelche Belohnungen. Und es gibt einen reisenden Müllsammler. Nicht schlecht. Okay. Ah, okay, alles klar. So, Leute, Handarbeit ist angesagt. Wir müssen Müll sammeln. 25 Mal Müll muss weg. Okay, wir sehen unten, wie viel da noch reinpasst. Machen wir es mal. Ah. Ich habe jetzt schon mal einen Spaß. Gott sei Dank wird uns direkt hier mit questmäßigen Fragezeichen angezeigt, wo der Müll rumsteht und was überhaupt Müll ist. Sonst diese Flaschen in der Ecke, die könnte man auch als Deko bezeichnen. Okay. So, wir sollen den Besen auswählen. Und dann können wir Dreck wegfegen. Spinnenweben, dreckiger Boden. Wird die Sauberkeit reduzieren. Und damit auch irgendwie Kunden abschrecken. Und man kann manchmal irgendwelche Wertgegenstände finden. Ja.
Okay, wir müssen ihn erstmal noch finden. Ah, ich habe ihn schon gefunden. Da. Okay. Jetzt heißt es putzen. Ah. Wie befriedigend. Ja, ja. Ist so wie Gas Station Simulator und ich denke auch. Und Bettler Simulator, was es da alles gibt. Okay, wir sollen Stühle und Tische arrangieren. Mit F nehmen wir sie auf und platzieren sie irgendwo. Gut, die sollen neben die Tische, ist klar. Da können sie sich dann hinsetzen. In der Vollversion, aha, hat man die Freiheit, den das Aussehen des Saloons zu bestimmen, um das perfekte Ambiente zu kreieren. Okay. Warte mal, ich will mal das weglegen. Genau. Dann machen wir das. Naja, das ist vielleicht nicht ganz so clever. Okay, also so platziert man es. Ah, okay, so platziert man es. Verstehe. So, da sitzen nur drei. Da ist ansonsten das Fenster. Also, diese Spiele haben so einen gewissen Charme, weil man so Dinge in Ordnung bringt. Das ist echt. Ich kann den Reiz absolut nachvollziehen. Eigentlich hier passt es nicht. Müssen wir noch ein bisschen umdisponieren. Können wir es noch ein bisschen enger stellen? Ja, passen echt nur vier ran? Ja, warte mal, wir kriegen auch noch fünf ran. Nee. Das ist schon mal auch ein Nachteil. Das heißt, wir müssen den doch dahin hinstellen. Komm. Alter. Das Stuhlproblem. Jetzt. Okay. Das sieht doch schon mal gut aus. Es kann losgehen. Ein Fremder kommt. Was pfeift er mich so blöd an? Oh, Blueberry Guests. Also, wir ziehen verschiedene Besucher an. Wir können Konversation mit ihnen durchführen und herausbekommen, warum sie kommen. Eine Gelegenheit, sich mit ihnen zu verbinden. Okay, Take Order Icon. Ja, wir können das dann auch ablehnen in der Vollversion. Hat aber einen negativen Einfluss auf die Reputation. Aber es ist nicht immer weise, Gäste zu bedienen, die aggressive Tendenzen haben. Okay, wenn man relevante Charaktere trifft, dann wird das in unserem Tagebuch festgehalten. Okay. Wir quatschen erstmal mit ihm. Ein Outlaw. Ja, okay, du hast hier einen guten Job gemacht. Hatte mir ein Auge drauf geworfen hier auf unser schönes Etablissement. Okay, es geht leider automatisch weg. Das finde ich ein bisschen doof. Ich komme nicht so schnell hinterher. Okay, wir haben irgendeine Verabredung, Abmachung mit die Ankel gemacht. Boah, Leute. Okay, also er kennt ihn. Er wird sauer sein. Wir können keinen Moment verlieren. Das ist echt doof. Das wird wahrscheinlich klickbar sein, ne? Warum soll ich dir vertrauen? Sie nennen mich Wee. Solange du den Saloon betreibst, sind wir irgendwie zusammen. Haben uns verstanden, okay. Schutzgeldtyp oder was? Ich glaube nicht, dass ich auf dich hören werde. Ich weiß deinen Namen. Onkel weiß, wie es hier läuft. Er sieht alles und hört alles. Verschwende ich deine Zeit und folge mir. Aber wieso? Oha. Okay.
Jetzt bin ich auch mal gespannt. Oh mein Gott. Das ist eine frische Leiche. Naja, 2 Stunden. Gibt hier nichts zu bedauern. Helf mir mal hier sauber zu machen. Das ist Mord. Wir müssen den loswerden. Außerdem hat die Stadt keinen Sheriff. Was macht der Mann hier? Was hat er gemacht? Er liegt da tot. Okay. Wir sollen jetzt hier das Blut wegmachen. Mit dem Lappen. Na toll. Hartes Schicksal. Okay. Haben wir gedacht, das wäre hier ein friedlicher Ort? Okay, also mit dem sollen wir Blutspuren immer wegmachen. Entweder nach einem Barkampf. Oder nach Unterredung in seinem Privatquartier mit Wee. Okay, wir müssen also aufpassen, dass niemand mitbekommt, was hier passiert in den Hinterzimmern. Ansonsten kriegen wir Ärger mit dem Gesetz. Okay, aber illegale Aktivitäten können sehr lukrativ sein, wenn wir die unterstützen oder dulden. Na gut. Okay. Ist das derselbe Lappen, mit dem wir Leder putzen? Wir müssen uns auch noch hinknien. Oh Gott, das wird ja mehr widerlicher. Okay, also wir sollen die Leiche jetzt aufnehmen und sie in den Sarg legen. Wir kriegen sogar eine Belohnung. Okay, und in der vollen Spielversion wird das nicht limitiert sein auf monetäre Kompensation. Was soll das denn bitte heißen? Okay. Hier ist übrigens ein netter Hut. Können wir den aufsetzen? Nee. Na gut. Dann nehmen wir mal die Leiche. Schaut mal, wie sie wackelt. Da liegt Geld im Kasten. Na, gehen wir nachher nochmal hin. Oh mein Gott. Also die Leichenstarre hat die Leiche noch nicht erreicht. Ja, aber wo müssen wir die hinbringen? Hinten raus? Vorne raus. Achso, Fragezeichen. Ich soll sie runterschmeißen? Oh, wir können die werfen? Oh mein Gott! Der lebt noch. So. Ist doch der Undertaker. Hallo. Ich bringe hier was. Was für eine Überraschung. Du bist einer von denen? Von wem? Was ist hier los? Ich will ihn nur in den Saloon führen. Ja, und jetzt endest du schon dabei, um hier tote Leichen durch die Gegend zu tragen. Ach, das war unser Vorgänger. Ach Gott, das ist Cheyenne, okay. Arbeitest du mit Wee? Okay, wir kriegen einen Anteil von allem, was sie in den Leichen findet. Ist das klar? So, solange du jetzt hier nicht im Sarg liegst, ist doch alles in Ordnung. Na, großartig. Caseys Profil ist im Journal verfügbar. Ja, was? Wee W wartet im Saloon? Das ist ja super nervig, dass wir hier nicht das alleine führen können, sondern immer so ein Typ uns hier auf den Sack geht. So, erledigt. So, er kommt. Wenn die Zeit kommt, wird er uns einen neuen Job geben.
Was für einen neuen Job? Aha, entspann dich. Du hörst ein Pfeifen und siehst mich im Fenster auf der anderen Seite der Terrasse. Das ist das Signal für dich, in den Stall zu kommen. Okay, ich habe wohl keine Wahl. Naja, okay. Wir haben es verstanden, wie es läuft. Okay, wenn es ernst wird, kriegt er ein... I always like to get myself... Ah, egal. Er erzählt uns von unserem Vorgänger und was da passiert ist. Okay, jetzt sollen wir ihm auch noch einen Drink geben. Ah, ich verstehe. So, gut. Dann lernen wir jetzt, wie das funktioniert. Ach du Schreck, wir müssen das Ding auch immer noch öffnen und... möglicherweise hinter uns schließen. Wir können es vielleicht auch offen lassen, aber das ist natürlich hässlich. Ah, da unten liegt Geld. Okay. Also, er möchte Stonefans. Das ist also ein Drink. Wir brauchen dafür ein Glas. Zwei. Wofür steht eigentlich OZ? Weiß ich mir nicht. Zwei Anteile von Whisky. Ein Cider. Eis. Und das mit einem Löffel mixen. Oh Gott, wir müssen Drinks mixen. Oh mein Gott. Unzen. Ah, okay. Naja, gut. Okay, wenn irgendwas schief läuft, können wir Restart machen. Aber benutzte Zutaten werden verschwendet sein. Wir sollen das richtige Glas suchen. Okay. So weit, so gut. Next Step. Hauptzutaten. Das ist erstmal der Alkohol. So, warte mal. Und jetzt? Okay, aber wo sehen wir, wie viel wir eingegossen haben? Ja, okay, hier unten ist noch kein Haken dran. Ah, hier, warte mal. 0,4. Ah, okay, alles klar, ich sehe schon. Ach, da links. Ah, cool. Ja, sehr cool. Cider. Das war ein bisschen zu viel. Eieieiei. Jetzt. So, okay. Manche Drinks brauchen noch Zutaten. Ist in diesem Fall nicht nötig. Und dann gibt es noch einen Schlusspunkt. Und man muss es manchmal mixen. So, und dann können wir das ausgeben. Alles klar. Eis. Und das war's. Nee, wartet mal. Spoon. Hier haben wir noch Spoon. Okay. So, finish. Ja? Ich dachte, wir müssen ihm das noch hinschieben. Aber ich glaube, er ist ganz zufrieden. Ja, die haben Cocktails getrunken am besten, ja. Okay, er nennt uns jetzt irgendeiner, der uns versorgt mit Zeug. Jack. Er sagt ihm Bescheid, dass er hier langkommen soll. Da können wir wahrscheinlich einkaufen. Okay. Alles klar. Verabschiedung. Ciao. Geld haben wir immer noch nicht verdient. It's time to rock the business. Alles klar. Okay, der Saloon kann entweder geöffnet sein oder geschlossen sein. Das müssen wir dann das Schild umdrehen.
Es kann manchmal nötig sein, ihn zu schließen, um wichtige Aufgaben zu erledigen. Aber in der Regel, ihn offen zu halten, hat mehr Vorteile als Nachteile. Aber Kunden zu verlieren kann zu Komplikationen mit Onkel führen. Es ist besser, solche Situationen zu vermeiden. Okay. Dann öffnen wir mal die Zellung. Ich habe noch keine Ahnung, was uns hier bevorsteht, aber am Ende müssen wir jetzt ja erstmal nur Drinks ausschenken, würde ich sagen. Ah, okay. Fünf on the bar. Was? Wir sollen hier noch sauber machen? Ist doch alles sauber, oder was? Ah, schaut mal, hier liegt noch ein bisschen Zeug rum. Der erste Kunde. Ah, hier ist noch Dreck, ne? Warte mal, können wir das mit unserem Lappen weg... mit unserem Blutlappen? Tatsächlich. Wie geil. Okay, aber zurück. Du warst der Erste. Whisky will er haben. Okay, ich schalte hier gleich. Ach so, ein Shotglas. Ja, okay, kein Problem. Ein Shotglas und Whisky. So. Kann man auch sofort ihm das geben? Er will Gin haben. Okay, das ist ja alles noch relativ simpel. Gin. Viel Spaß. Talk with the Trader. Aha, okay. So lassen sie ihr Cash da. Da unten ist auch noch ein bisschen. Ich will noch ein bisschen putzen hier. Der hat Dreck gemacht. Ja, ich bin gleich bei dir. Do not want to spend money consuming. Na los. Das ist also der Händler. Ja, okay. Schön, auch dich zu treffen. Okay, du bist also hier der Versorger. Ja, das bin ich. Handeln ist mein Spitzname. Ja, ich brauche ein bisschen Whisky. Kriegen wir den? Ja, sag mir nur, was du brauchst. Okay. Gut. Wir können jetzt Alkohol ordern. Wir müssen zum Checkout-Counter und den entsprechenden Alkohol auswählen. Die gekauften Gegenstände werden sofort angezeigt. Okay, in der Vollversion gibt es eine große Reichweite an Alkohol. Und die Art und Weise, wie er das auspackt, verpackt, was auch immer, ist dann unterschiedlich. Okay, ja gut, probieren wir das mal. Warte mal, das Geld müssen wir aber kurz hier noch mitnehmen. Da. So, Was sehen wir denn, wie viel wir haben? Das ist alles noch nicht. Bar, Decoration. Oh, sehr schön. Aber wo ist denn der Bestand eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Warte mal, wir haben ja nur 7 Dollar, ne? Was sollten wir kaufen? Was für die Quest? Order one bottle of whiskey and one bottle of gin. Okay, das ist ja sehr bescheiden. Ja, dann machen wir das mal. Das hier der Bestand? Nee, das ist nur das Journal. Ist auch ein bisschen Cash. Ah, okay. Das ist das Rezeptbuch. So. Na, ich wusste, dass du mein Lieblingskunde wirst.
Ja, wir werden Geld verdienen. Ja, man muss klein anfangen. Okay. Er prognostiziert uns Erfolg. Was geht ab? Okay, er will auch noch was zu trinken. Will irgendwie Gin haben. Gebe ihm Gin aus? Na los, gebe ihm Gin aus. Ein großes Glas will er. 3 Unzen. Sehen wir irgendwie, wie viel in der Flasche noch drin ist? Das wäre irgendwie ganz cool. Ah, okay. So, es geht weiter. Können wir noch irgendwo ein bisschen was wischen vorher? Was angucken? Tische. Sehen einigermaßen sauber aus. Was ist das hier? Spinnenweben? Kann man hier auch noch wischen? Check ich mal kurz. Nee. Okay, wow. Ihr seid ja hier schnell dabei. Fangen wir vorne an. So, sind Stone-Fans. Oh, sowas Kompliziertes. Ich hoffe, damit verdient man auch ordentlich Geld. Also, Whisky. Ob da irgendwie Zeit jetzt läuft, dass sie dann auch sauer werden, wenn man nicht bedient? Cider. Eis. Und mit dem Löffel ein bisschen zusammenrühren. Fertig. Viel Spaß. Ja, geht los. Shot Gin. Whisky Sue. Ob man die Preise festlegen kann? Ich habe keine Ahnung. So, Glas. 4 Unzen Whisky. Okay, jetzt. Was brauchen wir? Lemon. Okay. Bisschen Eis. Und ein bisschen umrühren. Viel Spaß damit. Okay. 14 Cent. 46 Cent. Ja. Oh mein Gott, wir müssen doch noch kochen. Biscuits in the skillet? Wie geht das denn bitte? Wo muss ich da hin? Wie koche ich? Hallo? Wir werden sehen. Hard Biscuits Stew will er haben. Okay, also wir sind auch für Mahlzeiten zuständig. Die Küche ist mit allem ausgerüstet. In der Vollversion werden wir auch Nahrung einkaufen können. Okay, also gehen wir zum Herd und bereiten das Ganze vor. Der Herd ist da hinten, wie wir sehen. Grab the pot. Aha. So. Gut. Die Zutat müssen wir checken. Dazu muss man erstmal aufs Buch klicken. Ja, hier sehen wir alle Rezepte. Lustig, dass die Musik ausgeht. Er wollte ja das haben. Und dann ziehen wir rein, was wir brauchen. Na gut. Add fresh beef. Da haben wir irgendwie 10 von. Ach nee. Okay, das war schon falsch. Ach, das waren. Okay, hier unten war Beef. Ah, warte mal, wir müssen das nochmal machen. Oh mein Gott! Ich hab's versaut. Hä? Ich kann es nicht mehr rückgängig machen? Direkt versaut. Hallo, ich will das wieder rausholen. Escape. Ja,
Es war ein kleiner Irrtum. Hängen wir direkt mal wieder dran. Wir nehmen mal den anderen. Also, nächster Versuch. So, Beef. Oh ne, Beef nicht da. Warte mal, wir müssen das da. Was? Okay. Hard Tags. Was ist denn Hard Tag? Okay, das sind Rüben. Hartkekse, okay, alles klar. Und jetzt noch Cayenne-Pfeffer. Jetzt will ich aber nichts übersehen. Ja. Oh, nicht zu viel. Und jetzt. Ah, Quicktime-Event. Warte mal. Ja. Okay, der Preis durch die Combo. 10 Portionen habe ich jetzt gleich hergestellt. Okay, was mache ich jetzt damit? Grab a plate. Da. Aha. Oder muss ich das Ding da hinstellen? Alles klar. So. Bitteschön. Sehr schön. Er ist begeistert. okay. Was wollen wir denn hier sauber machen? Er sagte mir, wir sollen sauber machen. Ist ja alles perfekt sauber. Ich sehe hier keinen Dreck. Ach so, da hinten sind Spinnenweben. Ah, warte mal, sowas können wir noch wegmachen, ja. Haben wir noch mehr Spinnenweben? Na, ja, widmen wir uns dem später. Jetzt kassieren wir erstmal ein bisschen. Okay. Wer war Erster? Egal, er will einen Drink. Einen Stonefans. Den kennen wir schon gut. Gibt gutes Geld. Ein bisschen Cider. Was ist mit ihm los? Warum wird er nervös oder was? So, bitteschön. Esther. Okay. Das hatten wir jetzt auch schon. Ich mach nervös, dass man nicht sieht, wie viel in der Flasche ist. Aber so funktioniert das offenbar nicht, ne? Und? Ah, er will was von unserem Stew haben. Na, hervorragend. Sehr gerne. Er dampft noch. So, bitteschön. Hey, aber bezahlen. Was ist mit euch los? Okay. Oh mein Gott. Blut fließt schon. Wir müssen unser Tuch zücken. Ey, ihr sollt zahlen und euch nicht schlagen. okay, wir sollen den zum Arzt bringen. Ernsthaft? Erstmal müssen wir sauber machen, oder? Ne, kommt. Bringen wir ihn zum Arzt. So. Okay, wir können ihn zum Arzt bringen. In einem speziellen Gebiet. Der Doktor wird ihn wieder heilen. Und wir bekommen Reputation. Okay, außerdem können wir noch mit denen irgendwie interagieren, um ihre Geschichten kennenzulernen. Hm.
Und in der Vollversion, Verletzte können sich dankbar erweisen. Die Frage ist, ob wir jetzt... Oh, guck mal, die wackeln auch so rum, ne? Wo ist denn der Arzt? Ist der Arzt hinten raus? Seht ihr das? Da ist der Arzt. Ah, natürlich genau gegenüber dem Bestatter. Ah, hier rein. Hi, Doktor. Henry Seymour heißt er, aber nenn mich Doc. Habt ihr viele Patienten hier? Ja, ich bin spezialisiert Patronen und so. Also, na, ihr wisst schon. Ja, wenn jemand verletzt ist, bring ich ihn her. Und es kann sich ja auszahlen. Ja, ja, alles klar, werde ich erledigen. Wir haben das Schild nicht auf geschlossen gemacht, ne? Ich hoffe, das ist kein Problem. Oh Gott, hier draußen sieht es ja auch wild aus. Das werden wir bestimmt alles noch aufräumen müssen. Okay. Wir sollen darauf hören, was die Gäste sagen. Aber da ist nochmal Spinnengewebe. Das wird erstmal noch entfernt. Da ist jemand. Na? Cassidy? Willkommen am Platz, wo die Träume wahr werden. Kann man bei dem Dorf nicht richtig glauben. Sieht nur so aus. Blueberry hat versteckte Schätze. Du siehst aus, als würdest du das auch bemerken. Aber was ist los mit dir, Cass? Was machst du hier? Hast du offenbar ein paar Kenntnisse? Den einzigen anständigen, richtigen Job. Ich bin Goldprospektor. Oh, ich wusste gar nicht, dass das Ding hier Gold hat. Ah, komm einfach mal zu mir und dann kannst du mir helfen dabei. Ich habe eine spezielle Maschine. Ich muss sie nur reparieren. Wir teilen das, was wir finden. 20% bekommst du. Das klingt nicht ganz fair, aber das können wir später noch klären. Er möchte gern einen Gin-Cocktail. Aber gibt's was? Na? Ha, solange seine Maschine noch nicht produziert, kann er nicht bezahlen. Und was bietet er mir an? Okay, wenn wir das machen, so wie er es mag, dann hat er ein spezielles Geschenk für mich in der Zukunft. Wir müssen ihm nur vertrauen. Naja. Okay, gut. Also, in der Vollversion werden wir Leute treffen, die uns spezielle Gegenstände anbieten, anstatt Geld. Gut, und diese speziellen Gegenstände können verschiedenen Zwecken dienen. Souvenir braucht man für eine Quest. Oder Decoration. Na gut, dann machen wir mal einen Drink für ihn. Was will er dann? Ein Gin-Cocktail. Klingt kompliziert. Wir brauchen Gin. Und Sirup. Bitter. Lemon. Eis. Und mixen. Na, jetzt bin ich gespannt. Okay, wir haben goldene... Oh, es geht zu schnell. Gut, also das ist sein Lieblingsgetränk. Wahrscheinlich muss man es... Oh, verdammt, er pfeift. Ja, er erwartet uns hinten raus. Im Stall. Kommen wir da rein? Müssen wir jetzt hier auch schon wieder die Tür aufmachen? Nee. Da, okay.
So, was los? Ah, wie läuft das Geschäft, Cheyenne? So, was gibt's? Ich will dir mit dem Geschäft helfen. Siehst du den Wagen hier? Und den Toten... Ah, hier liegt schon wieder ein Toter herum? Okay, also hier werden gestohlene Wagen verändert. Gibt gutes Geschäft. Okay, man muss die Spuren wieder verwischen. Okay, wir müssen den Wagen irgendwie auseinanderbauen und die Teile verstecken. Okay, wenn wir da irgendwie eine Truhe finden, soll ich sie öffnen? Wow. Sollten wir das Schild auf geschlossen stellen? Oder? Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott. So. Wow. Was für ein Mist. Gut, jeder Wagen besteht aus verschiedenen Teilen. Und mit der Brechstange können wir das hier abmontieren. Und das muss dann ins Heu. Wenn wir die richtigen Teile treffen, werden wir belohnt. Okay. Wie, was für einen richtigen Teile? Was ist jetzt das Problem dabei? Okay. Warte mal. War das so gemeint? Irgendwie ist es schon, ne? So, und wo ist das Heu? Ah, hier. Das ist irgendwie eine merkwürdige Art. Ich kapiere nicht so richtig, was es soll. Ah, hätten wir jetzt noch schnell... Ne, wo ist hier die Chest? Ah, okay, alles klar. Warte mal, aber das nehmen wir auch noch auf, ne? Wer den Cent nicht ehrt, ist die Chest nicht wert. Alter, nicht hier, ne? Währenddessen stehen 10 Kunden am Tresen. Sind super sauer. 100! Oh mein Gott. Und ein Brief. Cordell! Oh Gott. Erinnerst du dich an den Recruiter Hank Custer? Ja, irgendwie irgendwelche Geschichten mit Drinks. Okay. Okay, er soll hier irgendwie ankommen an diesem Ort, um Ordnung herzustellen. Okay, es könnte sein, dass es um den Sheriff geht oder irgendeine Staatsmacht. Ah, alles klar. Mhm. Ups. So, die 100 Dollar nehmen wir aber. So, wir haben ein Problem. Nach diesem Brief ist der Sheriff auf dem Weg in unsere Stadt. Und dieser Typ hier sollte irgendwie die Situation vorbereiten. Naja, wir müssen schnell handeln und den Körper irgendwie, irgendwas mit dem machen. Zeit ist nicht auf unserer Seite. Okay, wir müssen besonders sorgsam sein. Und ab jetzt hat Blueberry einen neuen Sheriff. Ab jetzt werden die Aktionen beobachtet. Wenn der Sheriff den Saloon besucht, kann man ihn ablenken von seinen Aufgaben. Okay, indem man ihm die richtigen Drinks serviert, um sein Aufmerksamkeitslevel zu reduzieren. Okay, aber wenn man hier den Wagen kaputt macht, muss man aufpassen, weil der Lärm den Alarm erhöht. Und wenn der Sheriff uns sieht, wie wir eine Leiche transportieren, gibt es Konsequenzen. Okay, alles klar. So, aber wo ist denn hier jetzt noch die Leiche? Die habe ich überhaupt noch nicht gesehen gehabt. Ach, da liegt die Leiche. Okay, wir müssen jetzt aber vielleicht... Oh, das ist der Marshall. Wir müssen vielleicht jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir dem Sheriff nicht begegnen.
Das wäre ungünstig, wenn er uns mit dem Marshall im Arm sieht. So, aber der Sheriff scheint noch nicht sichtbar zu sein. Oder? Na komm, wir schmeißen den mal schnell hier rein. So, zack. Oh, sogar mit Marshall-Stern. Casey. Oh, da kommt der Sheriff wahrscheinlich. Ja, wir wissen, was wir tun. Noch ist er nicht da? Vermutlich. Wir haben Veränderungen in die Stadt gebracht. Habe ich noch nicht das Gefühl, aber okay. Iron Train. Okay, also der Sound der Eisenbahn hat mehrere Bedeutungen. Verschiedene Ereignisse und Möglichkeiten. Es kann die Ankunft von neuen Bewohnern bedeuten. Ankunft von frischen Gütern im Laden. Oder zusätzliche Aufgaben für das Stadtwachstum. Ja, okay. Aha. Jetzt wird also der Sheriff irgendwann ankommen. Gott, diese Stadt sieht immer noch aus. Oh! Ist er vielleicht sogar schon da? Hallo, Sheriff. Bist du der Grund, warum ich hier geendet bin? Was? Ich will hier nur mein Geschäft führen. Wie ist dein Name? Cheyenne. Hör zu, ich heiße Hank Custer. Ich bin der neue Sheriff. Okay, es gibt Gerüchte, dass hier irgendwas los ist. Gut, er droht uns, er sagt uns, dass er hier die Ordnung ist, die Befehle. Naja, und er will die Beförderung, eigentlich will er hier weg. So, wir sagen, er hat unser Wort, alles gut. Stell dir mich vor als Anführer des Wolfpacks. Ah, okay. Wir sollen ihn überraschen mit der Art der Drinks, die wir hier anbieten. Oh mein Gott. Okay, wir müssen wissen, was er gerne mag. Was meint ihr? Was mag er? Trinkt er auch so wie der andere? Auf was tippt ihr? Whiskey on the Stone? Shot of Whiskey? Stone Fans? Ich tippe, er trinkt hier ein Whiskey Sour. Nehmen wir das. Mal schauen. Ob wir richtig liegen. Gönnen wir ihm mal was. Whiskey straight? Nee, das sieht dann so aus, als wären wir geizig. Wir wollen ja ihm zeigen, dass wir es drauf haben. So. Mal sehen, was er sagt. Er will uns ins Gefängnis werfen. Okay, also das ist nicht sein Drink. Kann man sich schon mal merken. Ja gut, dann machen wir das nächste Mal das direkte Gegenteil. Ja, er wird keine Sorgen mit uns haben. Und wir sollen, wenn er sich hier angesiedelt hat, sollen wir nochmal zu ihm kommen. Er hat was für uns. Okay, gut. $112. Den Brief haben wir doch schon uns angeschaut. Warum sollen wir ihn nochmal anschauen? Ah, okay. Wir sollen den Laden jetzt mal schließen. Okay. Wir sollen 3 neue Tische kaufen. Decoration Tab. Okay. Wir können auch vorhandene Möbel ersetzen. Gucken wir uns das mal an.
Decoration, da haben wir es. Aber wir sollten... Oh Gott, wie idiotisch sieht das denn bitte aus? Stump Table, sieht ja aus wie im Kindergarten. Ja, wir sollen aber 3 neue kaufen. Ich weige mich, diese absolut mega hässlichen Tische zu kaufen. Ich kaufe diese hier. So. Okay, und jetzt können wir die verändern und auswechseln. Ich verstehe. Ja, Tische scheint man irgendwie nicht zu gebrauchen. Und es gibt... Oh Gott. Ja. Ja gut, auf jeden Fall ist es eine Verbesserung, würde ich mal sagen. Aber das Grüne, wie kann man das denn irgendwo anbieten? Nee, kommt. Ich meine, das Graue geht noch, aber passt auch nicht wirklich hierher. So, kleine nette Veränderung. Okay, gut, das war jetzt ein wirklich kleiner Einblick in das, was dieses Spiel zu bieten hat. Wobei, ich habe mal bei anderen so ein bisschen in den Let's Plays zugeschaut. Gas Station Simulator zum Beispiel. Da ist unheimlich viel Zeug, was da passieren kann und was man machen kann. Es wurde hier nur angedeutet, würde ich mal sagen. Ah, okay, alles klar. Wir könnten theoretisch aber weitermachen. Grün geht als Spieltisch, ja. Ja, die Frage ist, was kann uns das Spiel jetzt noch bieten? Warte mal, wir sind noch im Customization Mode. Wieso das? Ach so, weil wir geschlossen haben. Stadt ansehen könnte man direkt noch machen, ja. Ja, klar. Ist die Frage, ob man jetzt hier schon irgendwie mit Brechstange Dinge so kaputt machen kann? Nee. Das wird wahrscheinlich alles auch noch kommen, dass man den Kram hier aufräumt. Wir gucken noch ein bisschen rum. Zum Beispiel, was hier bei uns oben ist. Da kommen wir noch nicht rein. Boah, hier draußen könnte man auch nochmal komplett bedienen. Kann man den so rüberschmeißen? Ne, geht halt nicht. Oh, hier ist der ganze Dreck. Das war das Zimmer. Ah. Cider. Okay. Volle Flasche. Interessant, dass die hier oben so rumstehen. Okay, was der hier alles hat. Sehr merkwürdig. Licht kann man an- und ausmachen. Ach, schade mal. Hier können wir noch nicht rein. Und das kann man auch nicht benutzen. Na, okay, in der Vollversion. Ja, gut, da wird man dann sicher... warte mal. Da wird man sicher... Ah, hier könnten wir jetzt Skins einfügen. Ach so, hier würde dann ein Teppich sein. So, ich verstehe. Ich wollte sagen, da wird man sicher noch Hotelbetrieb und so einen Kram machen können. Kann ich mir gut vorstellen. Wir können hier nochmal in die Kasse reingucken. Was man hier schon so ein bisschen erkennen kann. Einiges an Nahrung. Kittchen ist noch gar nichts. Customization. Ah, okay, alles klar. Okay, man kann die Wände verändern, aber dafür gibt es wahrscheinlich alles noch nichts in der Demo. Verschiedene Kameraperspektiven. Die Bar kann man verändern.
Auch sehr schön. Okay. Ja, ich meinte, das ist schon... Also ich kann die Faszination von dieser Art Spielen schon irgendwie ein bisschen nachvollziehen. So mit der Zeit halt so Dinge schöner machen, aufzubauen, zum Laufen zu bringen. Es hat schon irgendwas Befriedigendes. Hier kann man dann wahrscheinlich so eine Raumerweiterung noch machen, dass man einen deutlich größeren Laden hat. Der Sheriff ist noch nicht wirklich da, ne? Nee. Ja, okay. Das ist die Stadt. Farewell. War ich hier mit so einem wunderbaren Wahrzeichen? Oh mein Gott, das ist die Müllkippe, wo man den großen Müll reintüt, oder? Tatsächlich, ich lach mich tot. Ha, das finde ich gut. So war das bestimmt, ne? Ich könnte mir schon vorstellen. Ich meine, was haben die gemacht mit dem Müll? Gab bestimmt einfach irgendwie so eine Ecke, wo alle ihr Zeug draufgeworfen haben. Wirkt wie Armadillo, stimmt, aus Red Hat 1, ja. Macht einen ähnlichen Eindruck. Ellie Holiday, Smith Anderson. Und da hinten, was ist das für ein Gebäude? Ist das die Kirche? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Na doch, ne? Ja, es ist das Gotteshaus, aber sehr merkwürdig gebaut. Wird bestimmt auch noch eine Rolle spielen. Wow, wie runtergekommen. Aber cool, man sieht schon ein bisschen was. Das könnte auch die Schule noch nebenbei sein. Ja, derzeit natürlich nicht. Ja. Irgendwie ganz lustig. Mal kicken. Erinnert an Far Cry 5. Ja, okay. Jo, Leute. Soweit zu dem Saloon Simulator.